Live. Test, Test. Ja. Test, Test, Test. Ja. Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder... So, jetzt. Okay, jetzt. Jetzt darf ich. Toll, dass wir wieder so zahlreich hier sind, um gegen die Unkultur der Tierversuche hier am Ernst-Strüngmann-Institut, die derzeit nicht durchgeführt werden dürfen, weil es niemanden gibt, der sich hier mit Primaten anständig auskennt. Das gibt das Institut übrigens auch selber zu. Das ist jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr geduldeter Zustand vom Regierungspräsidium. Das darf man auch nicht vergessen, da laufen Anzeigen gegen von uns. Und es wird immer noch so getan, als würden die Tiere hier anständig gehalten. Die Vermittlungsangebote, die wir vorgelegt haben, sind abgeschmettert worden unter dem Vorwand, die Tiere werden mit 18 Jahren zu alt. Ich sage nur, Makaken können deutlich über 30 Jahre alt werden. Das ist also ein ziemlicher Witz. Ich bin selber Primatologin und im Gegensatz zu den Leuten, die hier arbeiten, kenne ich mich mit dem Thema aus. Offensichtlich wird es denen woanders sehr viel besser gehen und offensichtlich sind die jederzeit vermittelbar, wenn man es denn wollen würde. Ich weiß auch nicht, wie jemand, der sich überhaupt nicht mit Primaten auskennt, überhaupt irgendwas über das Tierwohl der Tiere hier aussagen möchte. Ja, deswegen werden wir hier weiter stehen und weiter unsere Aktionen machen, bis hier wirklich Tierwohl mal ein Thema wird, bis man endlich mal legale, ordentliche Schritte einleitet, damit diese Tiere aus ihrem Gefängnis rauskommen und nicht wieder die Versuche irgendwann aufgenommen werden dürfen. Weil die Forschung an Affenhirnen sowieso nichts bringt für den erkrankten Patienten, muss sie nicht, soll sie auch gar nicht. Und trotzdem wird damit seit 40 Jahren rumgedoktert, werden Milliarden Forschungsgelder verschwendet, obwohl es mittlerweile echt humanrelevante, moderne Methoden gibt, mit denen man arbeiten sollte und kann. Das könnte man auch hier. Es wäre wunderbar umstellbar, einfach die Forschung auf humanrelevante Forschung. Hallo, Achtung. Du darfst da nicht zu nah rangehen. Okay, ich sehe es. Gut, und wir fangen hier erst an. Wir wollen heute mal zeigen, wie echte Kultur geht, die wir entgegensetzen zur Unkultur der Tierversuche. Und haben ein hübsches Kulturprogramm zusammengestellt. Das kriegen vielleicht auch die ein oder andere Mitarbeiter dann hier mal mit und können sich ein bisschen erfreuen und sich mal überlegen, ob sie sich nicht mal einen vernünftigen Job zulegen wollen. Ja, also erstmal danke für Ärzte gegen Tierversuche, dass sie das ja, so ich muss einfach mal ein bisschen nachjustieren. Moment. So, wir sind 70 Menschen hier vor dem Ernst-Strüngmann-Institut. Ja, also erstmal vielen Dank an Ärzte gegen Tierversuche. Okay, wunderbar. Also erstmal vielen Dank für Ärzte gegen Tierversuche, fürs Organisieren dieser Mahnwache. Auch vielen, vielen Dank an die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es sind ja 70 Leute. Und ja, worum geht es hier? Es geht hier um Respekt, Verantwortung und Transparenz. Aber die Tierversuchsindustrie, so wie ich sie kenne, seit 30 Jahren, so wie ich sie erlebt habe, auch von innen, getarnt als Tierpfleger in einem dieser Höllenlabore,
und jetzt wieder ganz aktuell beim sogenannten Ernst-Strüngmann-Institut, ist genau das Gegenteil von Verantwortung, Respekt und Transparenz. Das sieht man jetzt auch gerade dran, dass sich diese Leute mokieren, dass zwei dieser Stelzen vom Infostandzelt hier auf der Erde stehen, aber sie sich nicht dran mokieren, wenn ein großes, klaffendes Loch in einen Schädel hineingebrochen wird, um daraus dann eine monströse Instrumentariumstechnik einzubauen und irgendwas herausfinden zu wollen, was vielleicht irgendwann irgendwie helfen kann oder eben auch nicht. Der Preis dafür ist viel zu hoch. Das wissen diese Herren selber. Und ich sage Herren, weil in der Regel sind es alte, weiße Männer, die nicht gelernt haben, etwas Neues zu lernen, die sich in dieser Branche festkrallen. Das wissen diese Männer, das wissen sie ganz genau. Und deswegen haben sie genau Angst vor Respekt, Verantwortung und Transparenz. Und deswegen kennen sie nichts anderes als Verleumdung, Kriminalisierung und selber Ängste zu schüren. Auch bei den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Denn was haben wir hier zu bieten? Gesang, Zeichnungen, Ausdrucke der Realität aus diesem Labor, Musik, stilles Innehalten und unsere Blicke. Wovon sprechen die? Von gefährlichen Angriffen. Und vielleicht haben sie ja recht, das sind die gefährlichsten Angriffe für diese Branche, die sich diese Todesindustrie vorstellen kann. Sie hätten es nämlich gerne, dass es in Gewalt eskaliert, so wie sie es in Tübingen über Jahre gehofft haben. Aber wir werden ihnen diesen Gefallen nicht tun. Wir werden mit Kreativität, Kultur, mit unseren Blicken, mit unserer Geduld gegen diesen Wahnsinn ankämpfen. Und das ist eine Waffe, gegen die nichts ausrichten können. Dankeschön. Wehe, mein Kopf ist abgeschnitten. Wehe, mein Kopf.
mitgebracht. Natürlich auch Realität aus dem Todeslabor selber. Stellt euch vor, einfach mal, wenn euch sowas hier in den Kopf eingebaut werden würde. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Monströs. Und ja, da können die sagen, was sie wollen. Die Bilder und die Fakten sprechen für sich. Wir haben hier heute auch Kunst mitgebracht. Ganz schöne Zeichnungen zum Thema Tierversuch. Ja, diese Ratten und Mäuse, die würden gerne, dass sie... Ja, sorry für die Verbindungsprobleme, aber ich kann mir vorstellen, die arbeiten hier mit Störsendern. Deswegen geht das. Dabei muss man sagen, die meisten von uns kennen Schweizer als Arzt, Philosoph, Theologe und Organist. Er war also ein Kopfmensch. Seine Originaltexte sind dementsprechend auch ein bisschen, verkopft. Ich habe gesagt, oh, das könnte man aber noch schöner schreiben. Ich habe gedacht, dass ich in einer Zeit geschrieben wurde, wo Organisationen wie öffentliche Tierversuche oder andere Tierrechtsorganisationen entweder nicht existiert haben oder noch wenig Wirkmacht entfaltet haben. Ich möchte dabei mit einem Zitat von Ihnen beginnen, das vielleicht so ein bisschen positiv einstimmen soll, weil das ist das, was daraus resultiert ist. Die Tiere können nicht sprechen, dennoch denken sie viel mehr, als wir uns vorstellen. Philosophie und Tierschutzbewegung. Die Tierschutzbewegung hat von der europäischen Philosophie keine Unterstützung erfahren. Entweder hält diese die Betätigung des Mitleids gegen die Geschöpfe für eine Sentimentalität, die mit vernünftiger Ethik nichts zu tun hat, oder sie gesteht ihr nur eine mehr nebensächliche Bedeutung zu. Für Descartes sind die Tiere bloß Maschinen. Sie bedürfen unseres Mitleids nicht. Der englische Ethiker Jeremy Bentham sieht die Güte den Geschöpfen gegenüber hauptsächlich als eine Übung der Güte gegen die Menschen an. Ähnlich urteilt Kant. Ausdrücklich betont er, dass die Ethik eigentlich nur mit den Pflichten des Menschen gegen den Menschen zu tun hat.
Diesen grundsätzlichen Standpunkt sucht die europäische Philosophie festzuhalten, auch wo sie der Tierschutzbewegung sympathisch gegenübersteht. Sie kann sich nicht entschließen, den entscheidenden Schritt zu tun, das gütige Verhalten gegen die Geschöpfe in absolut derselben Weise als eine Forderung der Ethik gelten zu lassen, wie das gegen die Menschen. In dem chinesischen und dem indischen Denken spielt die Verantwortlichkeit des Menschen der Kreatur gegenüber eine viel größere Rolle als in den europäischen. In ergreifenden Worten redet der chinesische Philosoph Mengzi, der Schule des Konfuzius angehört, von dem Mitleid gegen die Tiere. Li Zi aus der Schule des Laozi spricht die Überzeugung aus, dass das Herz und das Gemüt der Tiere nicht so sehr von denen der Menschen verschieden seien, wie man es gewöhnlich annehme. Yang Chu bekämpft das Vorurteil, als ob die Geschöpfe nur um des Menschen willen und zu seinem Gebrauch da seien. Ihre Existenz habe eine Bedeutung und einen Wert an sich. Das Kan Yin Pin verurteilt die Freude an der Jagd als unedel. Es rechnet auch die Pflanzen zu den Geschöpfen und verlangt, dass man sie nicht ohne Notwendigkeit schädige. Von dieser Spruchsammlung existiert eine Ausgabe, in der jeder vom Mitleid gegen das die Tiere handelnden Spruch durch einige Erzählungen erläutert wird. In der Regel der taoistischen Mönchsorden, auf die die Mönche auch heute noch verpflichtet werden, wird ihnen Gütigkeit gegen die Geschöpfe zur Pflicht gemacht. So zum Beispiel sollen sie es vermeiden, kochendes Wasser auf den Boden zu gießen, weil dadurch Insekten getötet oder geschädigt werden könnten. Dem indischen Denken ist der Grundsatz der Zusammengehörigkeit aller Existenzen, der menschlichen, der tierischen und der pflanzlichen, etwas Selbstverständliches. Er ist in der Anschauung des Brahmanen gegeben, dass alle individuellen Seelen aus der Weltseele, dem Brahman, hervorgehen und wieder in sie zurückkehren. Er findet sich auch in der Lehre der Reinkarnation. Das Verhältnis des Menschen zu den Kreaturen ist durch das Gebot des Nichttötens und Nichtschädigens, das gewöhnlich als Ahimsa-Gebot bezeichnet wird, bestimmt. Sehr oft wird die Frage aufgeworfen, warum das Mitleid gegen die Kreaturen nicht vom Christentum als Gebot aufgestellt worden sei, besonders da das jüdische Gesetz schon Bestimmungen für Fürsorge für die Tiere enthält. Die Erklärung ist darin zu suchen, dass das Urchristentum in der Erwartung des baldigen Weltenendes lebt und also den Tag für nahe bevorstehend hält, wo alle Kreaturen von ihrem Leiden erlöst werden wird. Von der Sehnsucht aller Kreaturen nach baldiger Erlösung redet der Apostel Paulus im 8. Kapitel des Briefes an die Römer. In jenen Versen spricht er sein tiefes Mitempfinden mit den Geschöpfen aus. Weil nun aber das Aufhören der natürlichen Welt mit ihrem Leiden und Elend als so nah angesehen wird, kommen für ihn Bemühungen zum Schutz der Tiere ebenso wenig mehr in Betracht als solche zur Aufhebung der Sklaverei. So erklärt sich, dass das christliche Gebot der Liebe das Mitleid gegen die Tiere nicht ausdrücklich verlangt, obwohl es eigentlich darin enthalten ist. Jeder unbefangene denkende Mensch kann nicht anders, als die Liebe nicht nur den Menschen, sondern auch der Kreatur gegenüber zu betätigen. Wir, da wir die Erlösung der Kreatur von ihren Leiden nicht mehr von dem nahen Weltenende erwarten, werden durch das in unserem Herzen und Denken enthaltene und von Jesus ausgesprochene Gebot der Liebe gezwungen, unserem natürlichen Mitempfinden gegen die Geschöpfe freien Lauf zu lassen und ihnen, soweit es immer können, Hilfe zu bringen und Leiden zu ersparen. So sind wir Europäer und Europäer Abkömmlinge, obwohl das unter uns geltende philosophische Denken uns gar nicht auf diesen Weg führte, dazu gekommen, der Frage unseres Verhaltens und unserer Verantwortung den Geschöpfen gegenüber unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden und der Forderung der Liebe zu den Menschen, die der Liebe gegen die Tiere an die Seite zu setzen. Die Philosophie will sich die Ethik als ein wohlgeordnetes System von wohldurchführbaren Pflichten und Geboten vorstellen. Sobald wir aber den Grundsatz der Liebe irgendwie anerkennen, langen wir auch wenn wir ihn nur auf Menschen beschränken, tatsächlich bei einer Ethik grenzenloser Verantwortung und Pflichten an. Liebe lässt sich nicht reglementieren. Sie gebietet in absoluter Weise. Jeder von uns muss in subjektiver Weise den Entscheid treffen, wie weit er in der Ausführung der grenzenlosen Gebote der Liebe gehen kann, ohne sein eigenes Dasein aufzugeben und was er von seinem Leben und seinem Glück für das Leben und Glück anderer hingeben muss. Dass die Ethik durch Anerkennung des Prinzips der Liebe aufhört, reglementierbar zu sein, darüber kann man sich hinwegzutäuschen versuchen, solange man sie nur in der Liebe zu den Menschen bestehen lässt. Gibt man aber zu, dass das Prinzip der Liebe auf alle Kreaturen auszudehnen sei,
So erkennt man damit an, dass das Gebiet der Ethik grenzenlos ist. Man kann sich nunmehr der Einsicht nicht mehr verschließen, dass sie in ihrem ganzen Wesen nach grenzenlos ist und uns grenzenlose Verantwortung und grenzenlose Pflichten auferlegt. Weil die Ausdehnung des Betriebs des Prinzips der Liebe auf die Geschöpfe eine solche Revolution für die Ethik bedeutet, wehrt sich die Philosophie dagegen, diesen Schritt zu tun. Sie möchte bei einer Ethik verbleiben, die dem Menschen in kleinen, vernünftigen, keine übertriebenen Forderungen stellenden Geboten sein Verhalten zu anderen Menschen und zur Gesellschaft vorschreibt. Wer sich ernstlich mit der Frage des Mitleids gegen die Tiere beschäftigt, weiß, dass es leicht ist, im Allgemeinen solches Mitleid zu predigen, aber außerordentlich schwer, Regeln für seine Betätigung in den einzelnen Fällen aufzustellen. In welcher Weise ist es berechtigt, wenn wir, um ein armes, verlassenes Vögelein zu unterhalten, Insekten fangen und sie ihm zum Futter geben? Nach welchem Prinzip entscheiden wir uns, eine Vielheit anderer Existenzen zu opfern, um die eigene zu erhalten? Ethik, die uns Ehrfurcht und vor allem Leben und Liebe zu allem Leben lehren will, muss uns zugleich in schonungsloser Weise die Augen darüber öffnen, in wie vielfacher Weise wir uns der Notwendigkeit befinden, Leben zu vernichten und zu schädigen, und in welch schweren Konflikten wir uns ständig bewegen, wenn wir wagen, uns nicht durch Gedankenlosigkeit zu betäuben. Weil sie ein instinktives Empfinden dafür hat, in welche Schwierigkeiten die Ethik gerät, wenn sie das Gebot der Liebe zu allen lebendigen Wesen proklamiert, sucht die europäische Philosophie bis in unsere Zeit, und ich würde es jetzt auch heute noch so sagen, bis in unsere Zeit bei dem Grundsatz zu verbleiben, dass die Ethik es nur mit dem Verhalten des Menschen zu dem Nebenmenschen und zur menschlichen Gesellschaft zu tun habe und dass die Liebe zu den Geschöpfen gewissermaßen nur ein Anbau an die wirkliche Ethik bedeute, die vom Menschen zum Menschen. Wohl kann ihr nicht entgehen, dass sie sich damit in Widerspruch zu unserem natürlichen Empfinden setzt. Aber sie nimmt lieber dies auf sich, als dass sie sich entschließt, sich auf das Schwere, auf das schwere Wagnis einer Ethik grenzenloser Pflichten und grenzenloser Verantwortung einzulassen. Sie verteidigt aber bereits verlorene Positionen. Das Denken kann der Ethik der Ehrfurcht vor allem Leben und der Liebe zu allem Leben nicht entgehen. Es wird die alte, begrenzte Ethik aufgeben und die grenzenlose anerkennen müssen. Andererseits aber müssen diejenigen, die die Forderung der Liebe zu allen Geschöpfen vertreten, sich darüber klar sein, wie schwer die Probleme der grenzenlosen Ethik sind und müssen entschlossen sein, den Menschen die Konflikte, die diese Ethik für ihn bedeuten, nicht zu verschleiern, sondern ihn diese wirklich erleben lassen. Die Ethik der Liebe zu allen Geschöpfen im Einzelnen auszudenken, das ist die schwere Aufgabe, die in unserer Zeit gestellt ist. Ich möchte hier noch mit zwei Zitaten schließen, die mich beide sehr stark selbst betreffen, auch wenn es natürlich heute nicht irgendwie um einen Mensch gehen soll, sondern um die Tiere. Aber das sehe ich immer wieder bei Leuten, die sehr viel, sehr aktiv sind. Und von denen stehen heute einige hier, für das ich sehr dankbar bin. Wer in diesen Abgrund von Qual, welche die Menschen über die Tiere bringen, hineingeblickt hat, der sieht kein Licht mehr. Es liegt wie ein Schatten über allem und er kann sich nicht mehr unbefangen freuen. Das klingt jetzt erstmal sehr negativ, aber Schweizer schreibt auch, das Miterleben des Glückes um uns herum mit dem Guten, das wir selbst schaffen können, ist das einzige Glück, welches uns das Leben erträglich macht. Und mit diesen Worten möchte ich alle bitten, so aktiv zu sein, wie jeder kann, euch selbst nicht zu übernehmen und langfristig das meiste für die Tiere rauszuholen. Sie brauchen uns. Dankeschön. Ab. Ich denke mal, die Arbeit mit Störsendern. Nee?
das Motto der Mahnwache. Mit Kultur gegen Unkultur. Natürlich gemeint die Unkultur der unsäglichen, widerlichen Tierversuche hier. Thank you.
1789 wurde vom Philosophen Jeremy Bentham eines der ersten Plädoyers für Tierrechte verfasst. Diesen berühmten Text möchte ich vorlesen, weil er Hoffnung auf eine bessere Zeit macht. Bentham schreibt: Der Tag mag kommen, an dem die übrigen Kreaturen jene Rechte erlangen werden, die man ihnen nur von tyrannischer Hand vorenthalten konnte. Die Franzosen haben bereits entdeckt, dass die Farbe der Haut kein Grund dafür ist, jemanden schutzlos der Laune eines Peinigers auszuliefern. Es mag der Tag kommen, da man erkennt, dass die Zahl der Beine, der Haarwuchs oder das Ende des Steißbeins gleichermaßen unzureichende Gründe sind, ein fühlendes Lebewesen demselben Schicksal zu überlassen. Was sonst sollte hier die unüberschreitbare Linie ausmachen? Ist es die Fähigkeit zu denken oder vielleicht die Fähigkeit zu sprechen? Aber ein ausgewachsenes Pferd oder ein Hund sind unvergleichlich vernünftigere Lebewesen als ein Kind, das erst einen Tag, eine Woche oder selbst einen Monat alt ist. Aber selbst wenn es anders wäre, was würde das ausmachen? Die Frage ist nicht, können Sie denken oder können Sie fühlen, sondern können Sie leiden? Zitat Ende. Heute, also mehr als 230 Jahre nachdem Bentham diesen Text geschrieben hat, leiden Tiere noch immer unter menschlicher Grausamkeit. Unter anderem in Tierversuchen, wie sie hier im Ernst-Strüngmann-Institut durchgeführt wurden. Der Tag, von dem Bentham spricht, ist also offenbar noch nicht gekommen. Welch bittere Ironie ist es, dass auf dem ESI-Gebäude, in dem Tiere ohne jeden Respekt behandelt und für grausame Tierversuche missbraucht wurden, dass ausgerechnet auf diesem Gebäude in großen Buchstaben das Wort Respekt gedruckt steht. Fühlende Lebewesen verdienen unseren Respekt. Tierquälerei dagegen verdient keinen Respekt. Dafür, dass der Tag, von dem Bentham spricht, endlich kommt und Forschungseinrichtungen wie das ESI, die für nutzlose Grundlagenforschung Tiere quälen, endlich geschlossen werden. Und dafür, dass Tiere von allen Menschen endlich mit Respekt behandelt werden. Dafür stehen wir heute hier. Danke, dass ihr alle hier seid. Ich habe eine Frage, bitte. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ist das für Dickhead-Leute zwei Fotos und zwei Hälfte? Für Facebook und Instagram. Ich streame gerade live. Das ist für Facebook, das ist Instagram. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Kann man im Internet bestellen. Einfach mal nach Handyhalterung suchen. Kann ich ein Foto davon machen? Ja, ja, klar. Thank you.
Um den Umgang mit Kinderseelen. Ich finde, es lässt sich aber eins zu eins auch auf den Umgang mit Tierseelen übertragen. Auch in Anbetracht dessen, dass Gandalf schon so viele Jahre in dieser Tierversuchshölle lebt und man ihm einfach in jungen Jahren alles genommen hat. Der Liedtext ist von Bettina Wegner, Liedermacherin, Ende der 70er Jahre geschrieben. Damals hat sie in der ehemaligen DDR gelebt. Wenn man sich weitere Lieder von ihr anhört, weiß man, politisch nicht gern gehört. Das Lied heißt Kinder. Sind so kleine Hände, winzige Finger dran, darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. Sind so kleine Füße mit so kleinen Zehen, darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen. Sind so kleine Ohren scharf und ihr erlaubt, darf man nie zerbrüllen, werden davon taub. Sind so schöne Münder, sprechen alles aus, darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. Sind so klare Augen, die noch alles sehen, darf man nie verbinden, können sonst nichts verstehen. Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei, darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei. Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht, darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel, Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Danke euch. Okay. Wo bist du? Thank you.
Schön, dass so viele von euch heute da sind. Danke. Ich habe 3 Gedichte für euch vorbereitet. 2 von Mara Daria Koyokaru und ein 3, was ihr bestimmt alle kennt. Epitaph für das durchsichtige Florfliegenmännchen. Und wie ich hier sitze, jede Möglichkeit theoretisch studierend, kommt dieser Käfer, Falter, was weiß ich, Flügeltier zu mir. Messingfarben, die Augen von nicht einmal Stecknadelkopfgröße. Mintgrün, nenne das Körper, der mit der Feststellung das Leben zartblauer Auslauf in die Flügel verhaucht. Ich atme aus, er zittert. Tendenz unanimiert. Er ist wohl zum Sterben gekommen. Ich muss was tun. Ein Fühler fehlt, doch muss ich deswegen töten? Den integralen Rest zerquetschen? Ein Druck lachhafter Gnade, was weiß ich. Lang atmet nichts mehr. Dann ich wieder. Sehe, wie sich tatlos mit meinem Atem ein Fühler in der Handfläche bewegt. Ich fasse, ahne, begreife, glaube, beide dran. Worte hochkonzentriert. Pures Mitgefühl. Etwas purzelt mir aus dem präzisen Mund, fällt mir in das Tiermodell. Ach, Purzel. Ob es gesund wird, weiß man nicht. Wohlgefühlt hat es sich nie. Stunde, Stunde. Eine Art Versuchstierkunde. Wir nehmen etwas zur Beruhigung. Der Panther für Gandalf und seine Freunde. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Was vermeid ich denn die Wege, wo die anderen Wanderer gehen? Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen. Suche mir versteckte Stege. Was ich Menschen sollte schon.
leise Stehen auf den Straßen, weisen auf die Städte zu. Und ich wandre sondermaßen, ohne Ruh und suche Ruh. Und ich wandre sondermaßen, ohne Ruh und suche Ruh und suche Ruh. Meinen vorbereitet. Es geht um Tierversuche. Und die Frust, die ich und wahrscheinlich auch viele andere in Bezug auf Tierversuche empfinden. Jeder liebt Tiere, das höre ich oft. Doch eigentlich ist das eine Lüge. Das denke ich mir, während mein Herz ganz schnell pocht. Ein Herz. Das haben Tiere genauso. Trotzdem ignorieren wir ihren Schmerz. Wir hinterfragen niemals den Status quo. Hinter verschlossenen Türen passieren ganz grausame Sachen, was sie da vor sich führen.
Das nennen sie experimentieren. Aber Köpfe aufschneiden und Extremitäten fesseln. Tiere, die am ganzen Körper leiden und sich im Käfig einnässen. Keine Minute ohne Qual. Essen und Trinken, das gibt es hier nicht. Sie haben keine Wahl. Das klingt für mich nicht nach Wissenschaft. Das gehört abgeschafft. Tierversuche für das Menschenwohl. Das klingt doch ziemlich hohl. Tiere sind kein Produkt. Das, was ihr macht, ist nur richtig in eurem wissenschaftlichen Konstrukt. In einer Welt, in der Ausbeutung okay ist. In einer Welt, in der nur wichtig ist, was für Werte du misst. Hauptsache, du hast endlich den Doktortitel. Das war doch nur ein weiteres Kapitel. Ein Lebenslauf voller Folter. Das brauchst du. Du erklimmst damit die Karriereleiter. Du verschließt deine Augen, weil du es nicht sehen willst. Ich hasse es, wie du diese Tiere quälst. Hör auf, sie als deine Petrischale zu benutzen. Ich sitze am Mittagstisch mit zukünftigen Ärztinnen. Alles, was sie wollen, ist das Studium hinter sich zu bringen. Und ich erzähle von dem Tierrechtsaktivismus, den ich am Wochenende so mache. Was das bedeutet mit dem Spezizismus, das ist eine ganz wichtige Sache. Sie gucken mich an und nicken mir zu. Doch keine Reaktion. Wo bleibt eure Wut? Wo bleibt eure Wut, wenn sie Tiere quälen? Als wären es keine Lebewesen. Wenn sie Lügen erzählen, um gut dazustehen. Wenn direkt neben dem Krankenhaus, in dem ich Menschenleben rette, Menschen töten, eine süße Maus, nur weil sie das gleiche Gehirn wie ich hätte. Du bist zu radikal, das sagen sie. Tierversuche gehören nun mal zur Wissenschaft dazu. Ich bin nicht zu radikal, dir ist bloß alles egal. Ich kann nicht aufhören, solange sie leiden. Hörst du sie denn nicht schreien? Wie könnt ihr nur weggucken, als würde euch der Schmerz gar nicht jucken? Wer Menschen behandelt und dies im Namen der Gesundheit tut, da kann nichts Schlechtes machen. Das weiß man doch. In der Medizin sind alle gut. Aber Menschen sind nicht schwarz-weiß oder gut, nur gut oder böse. Richtige Intentionen können falschen Taten zugrunde liegen. Tiere zu quälen, um Menschen zu retten, das klingt doch paradox. Aber würde es passen, dann wäre es gerechtfertigt, egal wie unorthodox. Du kannst so viele Mäuse aufschneiden und ihre Reaktion messen. Mein Opa wird trotzdem sein Frühstück vergessen. Du kannst Affen Metall in den Kopf stecken und sie in ihrem Käfig lassen, zum Verrecken. Mein Patient bleibt trotzdem im Rollstuhl sitzen. Keine Chance, er kann nie wieder rumflitzen. Tierversuche helfen keinem Mensch. Weder querschnittsgelähmt, depressiv, noch meinem Opa mit Demenz. Was sie da machen, ist ein Hilfeschrei. Ihr wisst nicht, was ihr sonst machen sollt. Also fangt ihr an mit dieser Lügerei. Tierversuche sind menschlich, denn Menschen quälen und lassen andere leiden. Sie stehlen und versuchen, Konsequenzen zu meinen. Sie sind egoistisch und denken nur an sich. Sie sind unrealistisch und räumen valide Argumente vom Tisch. Wann kann menschlich endlich wieder etwas Positives sein? Ich habe keine Angst vor ihnen. Ich werde mich nicht vor ihnen hinknien, denn das haben sie nicht verdient. Hört auf mit euren Ausreden. Eure Forschung könnte nach viel mehr streben. Ich will diese Quälerei nicht mehr sehen. Jahrelang habt ihr uns ignoriert, aber das geht nicht mehr. Wir sind viel zu engagiert. Wir lassen uns nicht runterkriegen. Nein, gemeinsam erreichen wir endlich Frieden. Reißt die Türen auf und lasst die Tiere frei. Ich gebe nicht mehr auf, bis der letzte Käfig offen ist und Tiere mehr sind als das, was sie uns vorgibt. Thank you.
willkommen. Thank you.
Tierversuche gehören! Tierversuche gehören! Wann? Für wie lange? Okay. So, vielen Dank fürs Zusehen. Das war das Ende, zumindest des programmhaften Programms, also mit Reden, Gedichte, Kunst, Musik. Ich fülle noch einmal die Linie ab und dann, also bis zum Ende, und dann beenden wir den Stream hier, nachdem 2 Stunden sehr gutes Programm gab. Kultur gegen die Unkultur der Tierversuche. Und ja. Für die nächsten Mal anwachen, schaut einfach auf den Social Media Kanälen oder auf der Webseite von Ärzte gegen Tierversuche. Und damit, ja, Melanie, wir sind, also anfangs waren wir 70, ich glaube, es kamen ein paar dazu, also ja, irgendwas zwischen 80 und 90 sind wir bestimmt. Also danke, tschüss und gerne teilen den Stream.